Liebe Kinder, ich bin es, eure Sarah. Ich möchte euch die Geschichte aus meinem Lieblingsbuch erzählen. Das heißt, die kleine Prinzessin Sarah. Die heißt ja genauso wie ich. Ich lese euch heute natürlich nicht das ganze Buch vor. Das würde viel zu lange dauern. Ich habe mir gedacht, ich lese euch jeden Freitag um 12.30 Uhr ein kleines Stück der Geschichte vor. Teddy ist natürlich auch mit dabei. Der darf niemals fehlen. Das ist mein bester Freund. Es war einmal die kleine Prinzessin Sarah. Fräulein Minchen, die kleine Dame wurde wie eine indische Prinzessin erzogen. Ihr hat es an nichts gefehlt. Deshalb möchte ich Sie um besondere Rücksicht und Aufmerksamkeit bitten. Herr Gruß besitzt eine Diamantenmine und von daher sehr reich. Machen Sie sich darüber bitte keine Gedanken. Rechtsanwalt Barrow, unser kleiner Gast, ist bei mir in den besten Händen. Ich habe bereits viele Damen der höheren Gesellschaft erzogen und immer wieder Dankschreiben der Eltern erhalten. Oh, das freut mich zu hören. Ich habe mir nämlich erlaubt, Ihre Schule zu empfehlen. Und nun habe ich noch eine Bitte an Sie, die über das hinausgeht, was wir in den letzten Tagen besprochen haben. Nun ja, wenn es da noch etwas gibt, was wir tun können, gerne. Ja, da ist noch was. Ist es möglich, einen Unterstand für das Auto der jungen Dame zu errichten? Oh, sie hat sogar ein eigenes Auto. Ja, sie hat ein eigenes Auto und ein Chauffeur hat sie auch schon dazu. Ah, selbst wenn man bedenkt, dass ihr Vater ein reicher Mann in Indien ist, habe ich doch noch nie davon gehört, dass eine junge Dame ein eigenes Auto besitzt. Das ist Sache des Vaters und nun möchte ich die Zimmer der jungen Dame sehen. Mit Erwartung unserer Gäste haben wir uns bemüht, die Räume besonders gemütlich einzuräumen. Sehr aufmerksam. Amelia, das Schlafzimmer ist hoffentlich fertig. Natürlich, liebe Schwester. Kann ich es sehen, Fräulein Minchen? Selbstverständlich, Rechtsanwalt Barrow. Bitte folgen Sie mir. Fräulein Minchen, einen kleinen Moment bitte noch. Ich möchte noch das Sofa testen. Ich finde es ein wenig zu hart. Es kann natürlich auch sein, dass das junge Fräulein seine eigenen Möbel mitbringt. Das wäre das Schlafzimmer der jungen Dame. Oh, das gefällt mir aber gar nicht. Wenn das Bild während des Schlafens der jungen Dame auf den Kopf fallen würde, wäre das wirklich entsetzlich. Außerdem scheint mir ein Blumengemälde eher den Geschmack einer jungen Dame zu treffen. Amelia, bitte. Ja, liebe Schwester, dann werde ich das Bild sofort austauschen. Die Matratzen sind viel zu hart. Ein gesunder Schlaf ist außerordentlich wichtig für unseren Schützling, meine Damen. Ja, ich werde sofort neue bestellen. Amelia! Bitte keine Sorgen, ich bin der Bevollmächtigte des Vaters von der Kleinen und werde alle anfallenden Rechnungen begleichen. Ein Anliegen hätte ich dann noch. Ich möchte bitte nicht, dass mit Kohle gespart wird. Jetzt, wo es draußen kalt wird, möchte ich bitte, dass jeden Tag ordentlich eingeheizt wird. Natürlich, Rechtsanwalt Berber. Wir wollen doch nicht, dass die junge Dame krank wird. Wissen Sie, der Vater unserer kleinen Prinzessin ist Millionär und er liebt seine Tochter so sehr, dass ihm nichts zu teuer ist. Aber auch gar nichts. Wo sind die Herrschaften eigentlich abgestiegen? Vor 3 Tagen sind sie mit dem Flugzeug aus Indien angekommen und bewohnen seitdem ein Apartment im City Hotel Palais. Sarah, ich habe dich schon überall gesucht. Vater! Du wirst dich erkälten, wenn du hier draußen bleibst. In Indien war es viel wärmer. Komm, wir ziehen uns an und gehen raus. Du hast so warme Hände. Du wirst dich schneller, als du denkst, an die Kälte gewöhnen. Ja, Vater, ich werde mir Mühe geben. Sarah! Vater, wo fahren wir denn hin? Sarah, ich möchte dir dein neues Zuhause für das nächste halbe Jahr zeigen. F-
Vater, wir sind ja in der Stadt von Plymouth City. Es tut mir leid, dass Sie solche Sorgen haben, Frau Direktor. Aber ich werde mich bemühen, Ihnen nach besten Kräften zu helfen. Wo ist James? James, wo bleibst du? Na, endlich! Verehrte Frau Direktor, ich bin erfreut, Sie zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Heute empfangen wir eine neue Schülerin. Sie ist mit größter Aufmerksamkeit zu behandeln. Ihr werdet ihr jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Sie soll sich wie in einem Hotel fühlen. Ich hoffe, dass Sie mich genau verstanden haben. James, wenn etwas schief geht, werde ich Sie entlassen. Ja. So, wir sind da, Sarah. Sie haben Musik. Darf ich anklopfen, Vater? Aber natürlich. Du musst dich einfach nur trauen. Mhm. Ich freue mich schon, Sie zu sehen. Wir haben schon auf Sie gewartet. Sie sind uns herzlich willkommen, Sie und Ihre kleine Tochter. Vater, von außen sieht es viel kleiner aus. Oh, haben wir dich etwa geweckt? Bitte. Bitte, treten Sie doch ein. Wir warten am besten im Büro auf meine Schwester. Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Amelia, die jüngere Schwester der Direktorin und außerdem hier als Lehrerin beschäftigt. Sehr angenehm. Ich werde die Frau Direktorin holen. Bitte machen Sie es sich bequem. Sarah, sie scheint eine sehr freundliche Lehrerin zu sein. Ja, Vater, das glaube ich auch. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ob die Direktorin sehr streng sein wird? Ach, Töchterchen, das kann ich mir kaum vorstellen. Mhm, bestimmt trägt sie eine Brille und hat eine lange Nase. Na, na. Außerdem ist sie groß, hat graue Haare und ich habe ein bisschen Angst vor ihr. Wie kommst du denn nur darauf, Sarah? Weil meine Privatlehrerin Fräulein Meredith auch so aussieht. Und ich denke einfach, alle gute Lehrerinnen sehen so aus. Na, du hast ja vielleicht komische Vorstellungen von einer guten Lehrerin. Wetten, dass ich mich nicht irre? Mhm. Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ. Ich bin die Direktorin Fräulein Minchen. Meine jüngere Schwester Amelia haben Sie ja schon kennengelernt. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Lev Crew. Sarah. Guten Tag, Fräulein Minchen. Ich bin Sarah Crew. Ich freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ah, was für eine reizende junge Dame. Ich bin entzückt, Sie kennenzulernen. Außerdem macht sie auf mich einen sehr intelligenten Eindruck. Es ist eine hohe Ehre für mich, dass Sie mir dieses Kind anvertrauen. Fräulein Minchen, ich gehe doch stark davon aus, dass sie bei Ihnen in den besten Händen ist. Oh ja, natürlich, Herr Crew. Sie können sich zu 100% auf mich verlassen. Ihre Tochter wird sich wie eine echte Prinzessin fühlen. Ihr soll es an nichts fehlen in unserem Institut.